Tag 7. Heute ist es voll heiß. Und heute habe ich einen Auftritt. Das kann ja was werden. Zumindest denke ich mal nicht an Zigaretten. Das ist schon mal gut. Also ich war jetzt gerade beim Frühstücken und es war super und ging auch ganz ohne Zigarette, aber ich glaube, das liegt auch vor allem daran, dass es heute irgendwie über 30 Grad hat und bei so einer Hitze hatte ich noch nie wirklich Lust zu rauchen. Von dem her könnte es heute wirklich gut sein, rauchtechnisch meine ich jetzt, nämlich, dass ich gar keine Lust drauf habe. Ich hoffe, das bleibt so. Es ist eklig warm. Ach so. Heute habe ich tatsächlich nicht das Bedürfnis, rauchen zu müssen, was sich für meine Challenge natürlich positiv auswirkt. Aber, okay, 24 Grad sind nix, gell? Da kann man nicht baden gehen, ist dann wirklich warm. Aber 31 Grad sind halt auch nix. Naja. Auf jeden Fall habe ich das Verlangen nach dem Rauchen heute nicht so stark. Das ist gut. So. Auf dem Wunderking Donau Open Air Festival. Ich habe nachher gleich einen Auftritt und werde performen. Und ich warte jetzt quasi drauf, bis ich dran bin. Und es ist ziemlich nervig, weil ich ja unbedingt eigentlich rauchen wollen würde. Aber das nicht geht. Jetzt bin ich heute auch noch ein bisschen nervös. Aber ich darf nicht rauchen. Aber ich glaube, ich kriege das schon hin. Muss ja. Das wird auch schon besser. Ach, was rede ich mir ein? Nichts ist gut. Alles ist scheiße. Ah! Er guckt auch schon ganz böse. Schaut mal nach links und schaut mal nach rechts und guckt mal nach vorne und geht die Tunnel. Für dir scheint die Welt still zu stehen. So, Tag 7 war rauchtechnisch gesehen richtig gut. Ich habe heute eigentlich wenig ans Rauchen gedacht. Also klar, es ist schon irgendwie noch so ein Bestandteil, dass man das Gefühl hat, irgendwas fehlt. Das schon. Aber ich muss echt sagen, das ging heute ganz gut. Hatte ja heute so einen kleinen Auftritt, auch davor. Früher habe ich halt immer geraucht vorm Auftritt, so ne, nervenberuhigen. Das habe ich jetzt heute nicht gemacht und das ging aber trotzdem auch ganz gut, muss ich echt gestehen. War klar, war, ist man nervös, aber das wäre ich so oder so gewesen, aber war eigentlich alles ganz gut. Und heute Abend habe ich jetzt spontan nur mit einer Freundin mich getroffen, also beziehungsweise ist sie halt zu mir gekommen und wir saßen in meiner Küche und haben geratscht über die Welt und über alles Mögliche. Und normalerweise ist das die Situation, wo geraucht wird. Man sitzt in der Küche, unterhält sich, trinkt ein bisschen was und raucht. Ganz klar.
Und das haben wir nicht gemacht. Sogar meine Freundin hat eine Zigarette heute nur geraucht. Also, sie ist einmal auf dem Balkon und hat eine Zigarette geraucht, obwohl sie sonst auch raucht. Fand ich schon echt erstaunlich. Fand ich auch cool. Dachte, okay, krass, jetzt habe ich das auch schon mal hinter mir. Weil das ist auf jeden Fall so eine Situation, wo ich echt eigentlich Angst gehabt hatte. Weil das ist sowas, das ist halt so gemütlich und ja, keine Ahnung, halt nett. Habe ich also auch nicht geraucht, so. Jetzt ist auch mittlerweile, die Nacht auch schon fast vorbei. Wir haben es jetzt tatsächlich 4.51 Uhr. Ich bin noch hellwach. Blöd. Ich versuche jetzt einmal schlafen zu gehen, ganz klar, aber bin echt noch wach. Naja, egal. Normalerweise würde ich jetzt auch eine rauchen, weil ich noch wach bin. Aber da das Ganze wird langsam leichter. Ich hoffe, ich überschätze mich da jetzt nicht wieder. Aber so langsam habe ich das Gefühl, es wird leichter. Und es ist ja gerade mal Tag 7 und eine Woche habe ich jetzt geschafft. Eigentlich kann ich schon ein bisschen stolz sein. Oder was meint ihr? Schreibt mir ruhig was in die Kommis. Und ich lese mir jetzt mal durch, ob das jetzt schon voll gut ist, was ich hier mache. Oder hey, soll sich mal zusammenreißen, ist gerade mal 7 Tage. Die muss man erstmal hier ein paar Wochen durchhalten. Dann kann sie sagen. Nee. Keine Ahnung, sagt ruhig eure Meinung. Ich bin gespannt. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Tschüss.